Oh, ich kann auch den Polizeiwagen nehmen. Ich glaube, das stört ihn nicht, wenn ich den einfach mitnehme. Wir fahren einfach mal an ihm vorbei. Gucken, was passiert. Okay, wir merken es. Seid gegrüßt und willkommen zur 22. Episode meiner American Fugitive Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Da, wir haben hier so viele Sachen, die wir einsammeln können. Und wir ziehen ihn erstmal hier weg. Damit ihn niemand findet. Gut, wofür war denn der Schlüssel? Für das da oben, ne? Natürlich keine Aktivitäten. Wir haben ja den Schlüssel. Fibonacci. Das Essen möchten wir nicht. Oh, ich hätte in den kleinen Raum gehen können. Das war jetzt ein Umweg. Ein Badezimmer neben der Küche. Okay. Aber die Klobürste brauchen wir nicht. Aber hier wird sich wahrscheinlich noch was Besseres finden im Wohnzimmer, oder? Oh, eine Silberheizkette für... Zwei Silberheizketten für 25. Okay. Korridor. Oh, 10 Dollar, 1 Dollar, 15 Dollar Ohrringe. Mal sehen, was das Schlafzimmer zu bieten hat. Oh, Pistole, Shotgun, Silberarmband 18, okay. Ein Arbeitszimmer. Oh, 10 Dollar, 5 Dollar, Foto. Nö. Und was finden wir hier? Nochmal ein Dollar. 3 Dollar nehme ich nicht mit, diese Taschenuhr. Hier war ja noch so eine Scheune. Gehen wir da auch mal kurz rein. Eintreten, einbrechen, eintreten. Kann ich den Schlüssel natürlich nicht, dann eintreten. Ich trete ein, indem ich eintrete. Da, 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 da. Seil, Klebeband, Kabelbinder, die nehmen wir mit. Den Rest benötigen wir nicht. So. Schauen wir mal, ob hier die Person vielleicht draußen herumläuft. Sieht nicht danach aus, ist aber drin im Korridor. Kommt vielleicht bald. Oh, trifft sich ja super. Was mache ich hier wohl? Dich ausrauben. Oh fuck. Ah, ich muss mal kurz hier weg. Da der Täter ja unbekannt ist, können die mich nicht finden. Hoffe ich. Denke ich. Ich kann ja eigentlich ganz normal hier reingehen. Ich habe hier den Schlüssel, ne? In Dunmowen. Bei Familie oder Herrn Dunmowen. Wo ich keinen Apfel klauen werde. Das tue ich nicht. 10 Dollar nehmen wir mit. Komm erst ins Wohnzimmer. 5 Dollar, 35, 30, ja. Geht so. Die Ausbeute hier. Oh, nochmal ein Dollar, 5 Dollar und ein Maskottchen. Ich weiß ja nicht, ob wir das irgendwie zu Geld machen können. Meiner Meinung nach ja nicht. Wenn da 1 Dollar dran steht, Munition ist gut. Die Silberarmband nehmen wir auch mit. Ja, durch ein Fenster müssen wir jetzt ja nicht unbedingt raus. Aber wir können durch den Haupteingang gehen. Mit Glück finden wir hier auch noch jemanden, der gerade rausgeht. Niemand anwesend. Was ist hier? Schraubenschlüssel, nö. Aber hier liegt Geld. 10 Dollar. Ist doch jemand rausgekommen. Oh, wo? Ach, hier. Hi. 10 Dollar nehmen wir doch mit. Ja, wohin mit dir? Da oben hin am besten. Ups, sorry. Habe ich den einfach mal dagegen gestoßen. Gegen die Schubkarre. War keine Absicht. Ist aber Glück, dass wir jetzt bei allen den Besitzer angetroffen haben. Das passiert mir nicht so oft. Finde ich aber gut. Den Donut finde ich jetzt nicht so toll. So, haben wir hier einen Korridor. Dann gehen wir nach links.
Oh, 1 Dollar, 5 Dollar, Foto. Können Sie gerne behalten, die Fotos. Hm, Erste-Hilfe-Ding, klar. Verbände nehme ich mit. Könnte ich mal wieder Punkte ausgeben und meine Lebenskraft hier, meine HP erhöhen. 5 Dollar, 5 Dollar. Was finden wir hier? Hm, Gewehr, also Munition und ein rotes Kleid und irgendwie ein rotes Hemd und eine Jeanshose, die ich jetzt nicht anziehen muss. Nö, das brauche ich auch nicht. Dann raus hier. Schade finde ich, dass die Leute hier keine Autos haben, die einfach so rumstehen. Muss ich wohl ein eigenes Auto mehr bestellen? Den Leichenwagen? Hm, mochte ich den? Ich weiß es nicht mehr. Wir können mal den Pickup-Truck nehmen. Dann kann ich ja zum Pfandleiher fahren. Da, 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 da. Oh, ich kann auch den Polizeiwagen nehmen. Ich glaube, das stört ihn nicht, wenn ich den einfach mitnehme. Wir fahren einfach mal an ihm vorbei. Gucken, was passiert. Okay, den merken wir. Aber wenn er das nicht gesehen hätte, wäre es wahrscheinlich okay gewesen. Was irgendwie witzig ist. Die wissen ja nicht, wie ich auch... Doch, wissen die, verdammt. Kann ich denn trotzdem hier rein? Ja. Warum auch nicht? Verkauf eins, wir mit 7.978. Alles verkaufen. Oh, ich kann auch auf F drücken. 8.522, so 600 Dollar haben wir schon gemacht. Okay, da kommt jetzt ein Cop angelaufen, aber ich fahre einfach mal weg. Ja, die schießen wie deins. Das ist gar nicht dein Patrol Car. Ja, Backup brauchst du auf jeden Fall. Dafür meine ich, könnte ja den Wegpunkt wegmachen. Und ich wollte ja zu Dwayne fahren. Fahren wir mal kurz hier durch. Wie komme ich denn hier raus? Hier. Oh, der Wagen ist aber gar nicht mehr gesund. Ich könnte ja den... Verdammt, den Wagen nehmen, den ich mir eben bestellt habe. Oha. Oh, ich auch. Oh, bitte Klamotten, Klamotten, Klamotten. Da sind Klamotten. Renn doch schneller durch das Gebüsch. Nimm die Sachen. Okay, warum suchen die mich immer noch? Die dürfen noch gar nicht wissen, was ich jetzt anhab. Hm. So. Warum habe ich denn immer noch 5 Fahndungssternchen? Hä? Das muss ich nicht verstehen. Wir nehmen erstmal den Wagen, den wir rechtmäßig uns bestellt haben. Gut, so verlieren wir auch die Sterne. Wahrscheinlich aber nur, bis ich aussteige. Also einerseits ist es recht einfach, die zu verlieren und die Polizei abzuhängen. Was passiert hier? Okay. Andererseits ist es auch nicht so. Die Schießereien könnten auch ein bisschen schwieriger sein. Also, dass die besser treffen, meine ich damit. Aber so kann ich die Story schön durchspielen. Ist ja auch irgendwie ein Vorteil. Ach, da war kein Briefkasten. Okay, den habe ich nicht gesehen, den Grill. Tut mir leid, Leute. Warum passt du denn nicht da durch? Okay, wir fahren außen rum. Also durch die Hecke. Spielplatz brauchen wir nicht. Da, da, da. Sieh mal einer an, was die Katze angeschleppt hat. Anna,
Du siehst scheiße aus. Das kommt davon, wenn man ständig auf der Flucht ist. Was machst du hier, Anna? Ein gemeinsamer Freund hat mir von deiner Zwickmühle erzählt, hat gesehen, dass die Cops bei deinem kleinen maritimen Projekt eine Razzia durchführen wollten und uns gesagt, wir sollen dich in Sicherheit bringen. Ich weiß, dass er ein Bulle ist, aber er ist mein Bulle. Sehr hilfreich, solche Freunde zu haben. Ich? Irgendwie seltsam, aber ich hab dich vermisst, Anna. Vorsicht, Riley, du könntest ein ungesundes Laster entwickeln. Ich weiß, aber die letzten Wochen, die Dinge, die ich erledigen muss, die Leute, die ich getroffen habe. Ich fühle mich, als säße ich in einer Falle, Anna. Ich fühle mich, als würde ich ausgenutzt und du hast mir nie verschwiegen, dass du mich anlügst. Du hast von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Du warst die stabilste, instabile Person in meinem Leben. Wie abgefuckt ist das denn? Komm schon, Riley. Wir sollten uns lieber auf den Weg machen. Ich will nicht zu spät kommen. Okay. Steig in den Van. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Nicht der Flüchtige, nach dem du suchst. Okay. Ein neuer Story-Abschnitt also. Menschenhandelkartell zerschlagen. Gefangen gehaltene Arbeiter bei den Docks befreit. Vorarbeiter Harry Wilde. Anonymen Hinweis erhalten. Schwarzmarktkartell. Anführer tot. Vorarbeiter im Gefängnis exekutiert. Verdacht auf Gangverwicklung. Einbruchserie dauert an. Keine Ahnung, wovon die reden. TJ Morgan bei Wahl mit Erdrutschsieg. Früherer Bürgermeisterin Hamilton wird weiterhin vermisst. Ich dachte, die ist schon tot. Okay. Bin ich jetzt hier im oberen Stadtteil, wo ich noch nie gewesen bin? Okay. Waffe weg? Alles klar, Will. Weiter kann ich dich nicht begleiten. Ich habe Dinge zu erledigen. Du solltest versuchen, deinen Freund zu finden. Ja, das sollte ich wohl tun. Ist denn hier irgendwas in der Nähe? Polizeiwagen hinter mir? Ich rufe mir einfach ein Auto. Wahrscheinlich laufe ich dann wieder mehr, als ich fahre. Aber hey, was soll's. Oh, alle Autos sind freigeschaltet. Geschaltet. Nehmen wir mal den Camaro. Unser schicker neuer Camaro wartet auf eine Spritztour. Okay. Oh Gott, der bricht wahrscheinlich super stark aus. Oh, geht eigentlich. Beschleunigung ist okay. Okay, oh Gott. Lenken ist aber kacke bei Geschwindigkeit. Habe ich da was gehört? Nein. Was ist das denn hier alles? Eine Baustelle. Schön hier an den Schranken vorbeifahren. Oh nein, die Bahn, die habe ich ja gar nicht vermisst. Warum bleibt er stehen? Ach so, einfach so, okay. Gut, interessiert wieder keinen, dass ich hupe, dann vorbeifahre. Oh, fuck. Alter, was stimmt mit der Polizei hier nicht? So, und wo ist denn Dwayne, bitteschön? Hier an der Tanke. Okay, und wer ist der Typ da? Egal. Hauptsache, wir haben Dwayne gefunden. Well, hey, schön dich zu sehen, Mann. Du hast mich verraten. Du hast mich jetzt schon zweimal verraten. Well, ich... Erst hast du mich dem McCoys überlassen. Ich hatte keine Wahl, Will. Und dann der Hai. Du hast mich mit dem verfluchten FBI... ausgeliefert. Mich dem Verfluchten. Mein Gott. Hör zu. Soweit ich weiß, machst du mit ihnen gemeinsame Sache. Mit wem? Den Leuten, die Fäden ziehen. Den Leuten, die meinen Vater ermordet haben. Die mich reingelegt haben. Den Sidorowitsch? Dem Stadtoberhaupt? Ich weiß es nicht. Dem McCoys? Ich verstehe, dass du wütend bist, Will. Aber ich bin nicht dein Feind. Schon klar, ich habe dich im Stich gelassen, aber ich bin nicht dein Feind. Ich bin schwach, Will, das war ich immer. Aber ich will dir gegenüber fair sein, genau wie du es immer warst. Spar dir das, wir sind hier fertig. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Letzte, mit dem du jetzt reden willst, aber lass mich eine Sache für dich tun. Es gibt da jemanden, mit dem du reden musst. Du hast noch jemanden gefunden, an den du mich ausliefern kannst?
Ich schätze, das könnte man so sagen. Ich spreche von deiner Frau, Will. Sie ist hier. Amy? Ich lasse euch beide allein. Oh Mann, noch eine neue Stimme. Hallo, Will. Ich hab dich so sehr vermisst. Willst du nicht auch irgendwas sagen? Etwas sagen? Nichts sagen. Etwas sagen. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Es tut mir unendlich leid, dass ich abgehauen bin. Ich konnte ihren Worten einfach nicht glauben, dass du deinen eigenen Vater getötet hast, Will. Ich hab ihn nicht. Ich weiß, es ist schwer zu akzeptieren, aber du kannst so nicht weitermachen. Durch die Stadt zu rasen, alles kurz und klein zu schlagen. Du verstehst das nicht. Ich versuche, meinen Namen reinzuwaschen und... Deinen Namen reinzuwaschen, indem du Verbrechen begehst? Siehst du denn nicht, wie verrückt das ist? Aber ich muss rausfinden, wer das getan hat. Es muss enden, Will. Stell dich der Polizei. Es ist für alle das Beste. Ich kann nicht. Ich muss hier raus. Will. Okay. Wo bin ich? Dads Haus? Okay. Ich bin doch einfach nur rausgegangen. Vielleicht können wir ja hier Spuren finden. Wie bin ich? Ach egal, ich muss einen Hinweis übersehen haben. Ja, das meinte ich ja. Brich in Vaters Haus ein. Okay, for sale. Nomadisch Schloss, brecheisener Schlüssel. Erstmal auf Nummer sicher gehen, dass hier niemand drin ist. Aber wenn hier einer drin ist, dann wird es sowieso so sein, dass ich den nicht sehen kann. Also von daher gehen wir mal durchs Fenster rein. Oh, bitte kein Alarm. Gut. Durchsuche Vaters Haus nach Hinweisen. Komm schon, Dad, gib mir einen Tipp. Schlafzimmer? Rotes Kleid, blaues Hemd und Jeans. Entweder hat der Vater eine Freundin gehabt oder er hat rote Kleider angezogen. Aber das habe ich auch in der ersten Folge. Junge, in diesem alten Foto stecken Erinnerungen. Familienfoto, ein altes Foto vom kleinen Will Riley. Ja, sieht aus wie ein Baby. Umdrehen. Oh, ein Schlüssel. Dahinter befindet sich etwas. Nimm den Geheimschlüssel. Ein Geheimschlüssel? Finde die Tür für den Geheimschlüssel. Okay. Nichtsdestotrotz, mein Silberring, mein Dollar, meine 10 Dollar. Und das Foto kann ich nicht mitnehmen. Okay. Im Korridor. Super Versteck. 10 Dollar, 3 Dollar, 3 Dollar brauche ich nicht. Korridor. Wohnzimmer. Schauen wir auch mal. Vielleicht ist in dem Raum neben der Küche irgendwie so ein Tresor oder so. Oh, Schmuck. Den braucht er eh nicht mehr. Oder in dem Korridor, wobei ich den schon recht groß finde. Whisky. Nee, besser nicht. Ich muss ja hier noch fahren. Antibiotika? Okay. Was habe ich mitgenommen? Egal. Vielleicht draußen irgendwie ein Schlüssel oder so. Ein Schloss. So, den muss ich noch durchsuchen, den Korridor. Ja, ich denke auch nicht, dass hier irgendwas Nützliches ist. Nö. Wofür der wohl ist? Bestimmt etwas in der Nähe. Ja, das dachte ich ja auch. Innerhalb des Suchgebiets. Sehe ich denn das Suchgebiet hier? Nö, schade. Ja, wenn, dann hier, ja, hier drin irgendwo. Aber wie komme ich denn hier? Kabelbinder? Wie komme ich denn wohl in diese Scheune rein? Okay, wahrscheinlich gar nicht. Oh Gott, ich hasse das, durch das Gebüsch zu laufen. Oh, wilde Brombeeren. Oh, bloß weg hier so. Wo könnte denn... Ich könnte mir ja den Schlüssel anschauen. Alter Schlüssel. Die Tür, die dieser Schlüssel öffnet, muss wichtig sein. Hühnerstall suchen. Ei, wow. Oder zwei Eier, eher gesagt. Ein Ei. Noch ein Ei. Ah, hier ist ja noch was. Aber er meinte ja die Tür. Also kann es kein Schließfach oder so sein. Vielleicht finden wir hier noch was auf der Farm. Oh, hier liegt ein Gewehr.
Ah, ich habe Munition voll. Gehe zum Suchgebiet. Okay, ich muss also auf dem Gebiet hier bleiben. Dann laufen wir mal hier runter. Geh zum Suchgebiet. Innerhalb des Suchgebiets. Hier drunter irgendwie vielleicht? Nö. Da drin vielleicht? In dem Silo? Oder was auch immer das sein soll? Hier vielleicht. Geräteschuppen, verriegelt. Hm, doch so einfach. Durchsuche den Schuppen. Okay, eine Karte. Eine handgezeichnete Karte, die auf einem geheimen Ort hinweist, an dem was vergraben ist. Okay. Das ist irgendeine Karte, aber es fehlen die Namen der Orte. Er wollte, dass ich sie finde, aber warum? Ey, ich wollte die Notiz lesen. Ah, gut. William, was zwischen uns passiert ist, tut mir leid. Du hast mittlerweile bestimmt herausgefunden, welche Leichen ich im Keller habe. Bitte denk nicht, dass irgendetwas davon bedeutete. Du wärst mir egal gewesen, denn du warst immer der Einzige, auf den ich wirklich stolz war, Papa. Hm. Kann ich mir die Karte nochmal anschauen? Oh, da ist ja so ein Gemälde, was ich verkaufen kann. Wie sehe ich denn jetzt hier die Karte? Das war das hier irgendwo? Tagebuch. Brief, Geheimnotiz, anderer Gegenstand, Karte. So Dings und da und so. Nö, hier vielleicht? Nee, das war links mehr mit Kreuzung. Hier irgendwo? Nee, da war das Gefängnis. Nö, sieht irgendwie nichts danach. Hier, das hier sieht danach aus. Genau, aber jetzt muss ich nur noch rausfinden. Nee, nicht die Geheimnotiz. Escape. Ah, da also. Das heißt, da soll ich graben. Da werde ich auch graben. Habe ich ein Auto hier? Nee, ich muss mir eins rufen. Oh Gott, diese Scheißgebüsche. So, Autohändler. Habe ich den noch irgendwo hier stehen? Oh, ich sehe keine Markierung. Also muss ich mir den nochmal bestellen. Aber der war ja eh nicht so super. Oh, für $200. Buzzard GTX. Nee, welcher war denn? Okay, Astro oder Quinzo? Wir nehmen den Quinzo mal. So, haben wir denn eigentlich zum Graben ein Werkzeug? Eine Klobürste habe ich mitgenommen. Wow, ich hält. Ja, wir haben eine Schaufel, einen Spaten. Pistole weg. Ja, du hast mich gerammt. Ja, genau. Okay, den anderen interessiert das gar nicht. Okay. Okay, die Lenkung ist ein bisschen schwerfällig, aber die Bremsen sind zum Glück besser. Wo kann ich denn hier? Ach, hier ist ein Feldweg. Und wieder die bösen Bahnschienen. Schrottplatz, okay. Oh, sind ja gleich schon da. Mann, ging das schnell. So, wo werde ich denn hier wohl graben können? Hey, Polizei. Okay, schauen wir nochmal auf die Map, wo wir hier sind. Finde die geheimnisvolle Grabstätte. Ja, dann. Grabstätte. Komisch übersetzt. Aufgelockerte Erde, graben. Ja, verwenden wir. Eine mitgenommene alte Truhe, die mit Schmutz bedeckt ist. Öffnen. Nimm die Akten, okay? Ein Foto von Joey Massino. Massino? Okay. Massino Joey. Okay. Warum würde er das hier draußen lassen? Da drin sind Briefe und Notizen, Fotos, Karten. Das scheinen Anweisungen für einen Mord zu sein. Die Zielperson war ein Mann namens Joey Massino. Ich kenne den Nachnamen, jeder kennt ihn. Don Vito Massino, der Kopf der Verbrecherfamilie Massino. Dieser Joey muss mit ihm verwandt sein. Oh, zufällig klingelt das Telefon.
Well, du musst mich am anderen Ende der Stadt treffen. Ich habe etwas gefunden. Etwas, das... Ich brauche einen Namen und einen Ort. Machst du das für mich? Worum geht's bei der Sache? Ich brauche ein Mitglied der Verbrecherfamilie Massino. Das Ziel sollte ein kleiner Fisch sein, aber trotzdem Zugang haben. Geht es hierbei um den Chip, den du gefunden hast? Ich würde mich deutlich besser fühlen, wenn... Ich habe dir im Vertrauen geholfen. Mach das Gleiche oder das war's mit unserer Beziehung. Okay, ich werde herausfinden, was du brauchst. Triff dich beim Motel und dann können wir reden. Klick. Okay, Routenbeschreibung. Eine Chronik, offenbar, um ein Attentat zu planen. Waffe hinter Vorratsschuppen. Leichnertrappe im Kofferraum des Revell. Verteilerkasten vom Süden aus zugänglich. Zweiter Schalter für Brückenbeleuchtung. Attrappe wiedererlangen. Waffe am Blind Point im Fluss versenken. Okay. Zeitplan. Beobachtungen über die Bewegungen einer Zielperson. 10.03. Zielperson kommt auf Arbeit an. Blauer Roosevelt. 20.06. Zielperson verlässt die Arbeit, fährt nach Osten über die Straße am Flussufer. 20.17. Zielperson erreicht Brücke. 20.47. Zielperson kommt zu Hause an. Okay. Das sind viele Informationen. Und eigentlich relativ viele Vorkommnisse für eine Episode, weswegen ich die heutige auch beende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie wie immer bewerten, einen Kommentar dazu schreiben. Und damit ihr keine neue Folge verpasst, könnt ihr natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal!